kein Weihnachtsmarkt in der Harzer Welterbestadt. Lieber wirtschaftliche statt gesundheitliche Risiken. Die Adventszeit ist für die Welterbestadt Quedlinburg von enormer Bedeutung. Der Weihnachtsmarkt, Advent in den Höfen und viele kleinere Veranstaltungen ziehen jährlich allein an den ersten drei Adventswochenenden über 100.000 Besucher in die Region. Die kürzlich beschlossene Eindämmungsverordnung lässt jedoch bis zum 30. November keine Veranstaltungen und somit auch keine Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt zu. Somit ist die Eröffnung der Adventsstadt Quedlinburg am 25. November trotz positiver Rückmeldung zum frühzeitig eingereichten Hygiene- und Sicherheitskonzept nicht mehr zu gewährleisten. Oberbürgermeister Frank Ruch hält dennoch einen kleinen Trost für alle Bürger und Besucher der Stadt bereit. So wird sich die Welterbestadt immerhin im weihnachtlichen Glanz zeigen und mit Blick auf 2021 positiv nach vorn schauen. Ja, die Gründe liegen in der Entscheidung der Bundeskanzlerin, mit den Regierungschefs einen, wie Sie sagen, teilweisen Lockdown, ich sage eigentlich eher fast einen umfassenden Lockdown, bis Ende November festgeschrieben haben, das heißt über den ersten Advent hinaus. Und damit ist für uns sämtliche Planungssicherheit, sämtliche vertragsrechtlichen Grundlagen sind damit weggefallen. Und wir müssen schweren Herzens jetzt die Reißleine ziehen. Und das haben wir in guter Tradition mit dem Stadtrat besprochen am Mittwochabend. Und so konnten wir am Donnerstag früh oder mussten Donnerstag früh verkünden, dass der Weihnachtsmarkt, die Adventsstadt 2020 ohne Weihnachtsmarkt und ohne Advent in den Höfen stattfindet. Das heißt, wir werden versuchen, eine weihnachtliche Atmosphäre herzustellen. Nicht nur versuchen, wir werden es auch schaffen. Die Lichterketten werden gerade durch unsere Stadtwerke aufgehängt. Ein großes Dankeschön an die Stadtwerke. Und wir werden auch Weihnachtsbäume haben, die auch mit Schmuck hergestellt durch unsere Grundschüler in der Welterbestadt Quedlinburg haben. Aber keinerlei Verkauf, keinerlei Verzehr oder Ähnliches. Wir werden versuchen, das Flair noch ein bisschen schöner zu machen durch Märchenhütten und Ähnliches. Das, was uns gelingt dann. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland das überall gleich ist. Überall mussten die gastronomischen Einrichtungen schließen. Auch wenn München wahrscheinlich das 5-, 6-, 7-fache an diesem berühmten RKI-Wert hat als Quedlinburg. Haben Sie dafür Verständnis? Also es fällt mir sehr schwer. Es fällt mir sehr schwer, dafür Verständnis zu haben, für die Gleichschaltung von Maßnahmen quer durch Deutschland. Also ich habe gesagt, von Hamburg bis Dresden oder von Rostock bis München, dafür fällt es mir sehr schwer, Verständnis aufzubringen, weil wir immer den Föderalismus als einen großen Vorteil in Deutschland gesehen haben und das auch prägen und auch oft immer sagen, also wir können keine einheitlichen Entscheidungen im Polizeiwesen treffen, wir können keine einheitlichen Entscheidungen im Schulwesen treffen, aber hier ohne einen Notstand treffen wir einheitliche Entscheidungen, die nach meiner Auffassung regional, lokal, differenzierter, besser gestaltet werden könnten und auch dann besser wirken können. Deswegen auch unsere große Hoffnung, dass unser Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt zu seiner ursprünglichen Linie zum Sachsen-Anhalt-Plan zurückkehrt. Jetzt ist es ja so, dass gerade in Quedlinburg ist ja sehr von Touristen abhängig und viele Touristen planen natürlich auch ihren Weihnachtsurlaub hier in Quedlinburg zu verbringen. Aber jetzt wissen ja viele gar nicht, wenn der November schon dicht ist, wird es im Dezember eigentlich wieder so sein, dass man wieder übernachten kann. Das ist dann auch ein großes Risiko. Haben Sie da schon Rückmeldungen von den Gastronomen und Hotels hier in Quedlinburg, ob es schon sogar Stornierungen gegeben hat? Wir haben Stornierungen für das erste Wochenende. Das ist auch verständlich, weil ich habe ja eben gesagt, der erste Advent fällt bereits in diesen ersten Lockdown. Wir haben aber die Meldung, dass unsere Gäste und Touristen für das zweite, dritte, vierte Wochenende, Adventswochenende, ihre Buchung aufrechterhalten. Und wenn die Möglichkeit da ist, dass also unsere Landesregierung ab 1. Dezember wieder die Beherbergung für Touristen freigibt, dann werden wir auch das Angebot aufrechterhalten können und werden gute Gastgeber sein. Alle Beteiligten sind bestürzt, diese Entscheidung getroffen haben zu müssen. Ein verantwortungsvolles Handeln und die Gesundheit aller Beteiligten überwiegen jedoch die wirtschaftlichen Risiken.